Okay, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um die Nase. Also, ich bin ja hier oben einigermaßen fertig, aber noch nicht ganz. Aber nichtsdestotrotz möchte ich hier jetzt die Nase fertig machen und dann werde ich hier noch korrigieren, also drumherum malen und dann auch nach links gehen. Wie gesagt, ich bin ja Rechtshänderin, deshalb arbeite ich immer von links nach rechts. Und bei Linkshändern könnte es ja andersrum sein. Aber meine Vorgehensweise ist eben von links nach rechts. Ich fange damit an, dass ich mit dem Faber-Castell, mit der Reiskohle jetzt bearbeite. Und ja, die Nase ist auch wieder sehr dunkel hier. Deshalb musste ich sie mir auch im Photoshop wieder aufhellen, weil sonst würde ich überhaupt gar nichts erkennen. Und ja, ich erkenne immer noch sehr wenig. Aber ich weiß ja ungefähr, wie eine Hundenase aussieht. Der hat ja auch sehr viele Haare, die hier so drüber gehen. Hier ist eine helle Fläche. Die male ich mir einfach nur mal so an, damit ich nicht vergesse, dass die helle Fläche hier war. Ja, man sieht die Nasenlöcher eigentlich fast überhaupt nicht. Und noch mehr aufhellen kann ich sie mir nicht. Hier ist was Helles. Und hier ist was Helles und der Rest ist eigentlich relativ dunkel. Ich sehe hier auch etwas, was violett ist. Hier links. Das ist halt irgendwie eine Spiegelung von etwas. So, ich male mir also erstmal eben alles dunkel aus. Ich lasse es ein bisschen heller an den Stellen, die etwas heller sind. Aber ich muss schon sagen, ja, ich sehe halt leider nicht so viel. Aber es wird ein bisschen schwierig, die Nase auszumalen. Und jetzt, da ich ja in Schichten denke, sehe ich das hier, ich hoffe, man sieht das ganz gut, so ein bisschen eine violette Spiegelung drin ist. Irgendetwas spiegelt sich da. Dann gehe ich noch mit so einem mittleren Grau da rein. Und ich habe im Hinterkopf, dass hier sowieso so kleine Härchen irgendwie auf die Nase fallen. Also natürlich hat der Hund jetzt keine Haare auf die Nase, aber
Ja, die biegen sich hier irgendwie so ein bisschen und fallen so ein bisschen auf die Nase drauf. Ich bin immer noch auf meiner aufgehellten Version von der Nase. Und werde auch erst dabei bleiben. Und wenn ich fertig bin, dann gehe ich wieder auf diese normale Nase, die so ziemlich im Schatten war. Aber da konnte ich halt nichts erkennen. Das war einfach viel zu dunkel. Hier sehe ich wenigstens ein bisschen was. Ja, die Nase ist ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Und auch wenn das hier sehr hell ist, nehme ich dafür kein Weiß. Also ich benutze überhaupt kein Weiß. Hier sehe ich gar nichts. Aber ich werde dort trotzdem die Poren malen. Denn die Hundenase hat ja viele Poren, man auch sehen kann. Jetzt mache ich hier ein bisschen mehr von den Lichtreflexen auf dem Nasenrücken, also in der Mitte. So, und dieses Violette, muss ich trotzdem noch mit Schwarz reingehen. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Magenta. Und ein bisschen rosa. Ja, super. Jetzt muss ich mir mein Blautuch ein bisschen anspitzen. Und ich sehe ja tatsächlich, dass hier so ein bisschen Härchen von oben, von dem Nasenrücken, so ein bisschen in die andere Richtung fallen. Und hier ist es dunkel. Tja. So, und jetzt gehe ich auf die normale Version, wo ich jetzt nicht so viel erkannt habe. Aber diese andere Version, die wäre jetzt zu stark überbelichtet. So, hier in der Mitte ist es relativ schwarz. Und da fallen so
Haare, so kleine Härchen, die so ein bisschen cremefarben sind. Auf die Seite. Und jetzt kann ich hier oben auch noch ein bisschen arbeiten, weil ich musste das hier erst fertig malen, damit ich halt hier weitermalen kann. Und ich muss es mir wieder anspitzen, weil die Kante ist halt nicht mehr scharf. Jetzt habe ich die Kante richtig schön scharf angespitzt. Und kann ein bisschen besser arbeiten. Hier muss alles ein bisschen dunkler. Das muss ich auch noch ausmalen. Um die Nase herum, auf der rechten Seite erkenne ich leider auch nicht so viel. Weil das so dunkel ist. Ich habe jetzt ein bisschen mehr rausgezoomt und jetzt werde ich mich um diese Seite hier kümmern und noch so ein bisschen hier reingehen. Ich hoffe, man sieht das. Ja. Also der Hund ist hier nicht wirklich schwarz, außer hier. Hier ist dunkel. Unter der Nase, unterhalb der Nase sind so ja, schwarze. Hier
hier, der Bereich ist relativ hell, aber da nehme ich auch ein Grau. Da arbeite ich mit ein bisschen mit einem Grau. Also kein Schwarz mehr. So, hier ist es so ein bisschen bräunlich und hier oben auch. So, und jetzt fange ich an, mit helleren Farbtönen zu arbeiten. Wobei ich glaube, da passt besser. Also hier oben passt besser was Cremefarbenes als bläuliches. Ich muss es mir aber trotzdem anspitzen. Also die Kante ist ja nicht mehr so scharf. Die werde ich mir jetzt mal anspitzen. Also praktisch wieder scharf machen. Das müsste jetzt reichen. Und hier sind so kurze kleine Härchen. Der Bereich ist gar nicht so einfach hier. Und jetzt werde ich eben ein helleres Blaugrau nehmen. Also immer noch kein Weiß, obwohl der Hund wirklich sehr hell ist in den vielen Bereichen hier um die Schnauze herum. So, eigentlich wollte ich heute Morgen auch schon arbeiten um 6, aber ich habe irgendwie verschlafen. Es ist sehr warm draußen und da ich die Staffelei mit den Pastellen nicht umstellen möchte, also ich könnte sie umstellen, aber ich habe ja noch die Kamera aufgebaut und ich habe
Ich habe ein Mikro hier dran und deshalb muss ich gucken, wie lange ich hier arbeiten kann. Da, wie gesagt, in meinem Atelier wird es im Sommer, wenn wir 30 Grad haben, ja, eigentlich wie überall, in vielen Räumen wird es einfach viel zu heiß. Und dann muss ich mich leider nach drin verziehen. Da kann ich halt an anderen Sachen dann arbeiten. Ich arbeite ja immer meistens an verschiedenen Sachen gleichzeitig irgendwie. Aber das ist gut für mich. Ich mag sehr gerne die Abwechslung. So, und jetzt haben wir 11 Uhr. Es geht noch von der Hitze her. So, hier unten ist irgendwie so ein bisschen was Rötliches auch. Das ist noch zu hell. Braun. Und das sieht man gar nicht. Ist nämlich wieder ein helleres Grau. Jetzt gehe ich ein bisschen stärker hier rein auch und drücke auch ein bisschen fester. So, dann sind hier auch so dunkelrötliche Haare. Jetzt muss ich überlegen, welchen Farbton ich da nehmen könnte. Ich habe etwas ja, Sienna gebrannt. Das könnte eigentlich gut passen. Das passt ganz gut, ja. Jetzt wird's warm im Atelier.
Gut, das gefällt mir jetzt gut. Jetzt sind hier noch so komische kleine Haare. Gut, im Moment sieht es eigentlich gut aus. Ein bisschen zu viel gemalt. Muss ich mir ja schon wieder anspitzen. Ja, weil ich es mir ja schon wieder verwischt habe. So, das ist die andere Seite. Und hier unten. Unter der Schnauze ist alles dunkel. Da sind aber auch helle Härchen und dunkle Härchen. Ich male es mir erstmal dunkler aus. Und werde jetzt die hellen Härchen aufmalen.
praktisch. Also ihr müsst wirklich genau auf das Foto gucken. Und schön mit dem Finger drüber gehen. So, und hier unten drunter. Ist viel heller. Also ich lege mir auch schon diesen hellen Farbton an. Weil hier eine klare Abgrenzung ist zu der Schnauze hier unten. Das lasse ich hier unten jetzt erstmal so. Jetzt versuche ich mal noch die andere Seite fertig zu machen. Was ja auch nicht so einfach ist. Aber was ich sehe ist, dass es hier dunkel ist. Und auch hier. Dann habe ich hier lange schwarze Haare. Die werde ich mir auch schon hier fertig malen.
Ich gehe hier mit ein bisschen Grau rein. Und ich bin, glaube ich, noch in dieser aufgehellten Version. Das ist natürlich viel zu hell. So. Weil die Seite ist schon relativ dunkel. Also sie ist dunkler als die linke Seite. So, das ist jetzt meine Vorzeichnung und jetzt werde ich hier reingehen eben mit helleren Tönen. Und auch hier ist es so, ich muss nicht wirklich jedes Haar so malen, wie das auf dem Foto ist. Also das muss ich wirklich nicht. Aber ich sehe natürlich, dass der Hund hier diese schwarzen langen Haare hat. Die müssen schon zu sehen sein, weil die zu dem Hund eben gehören. Aber ansonsten ist es, wie ich schon gesagt habe, wenn der Hund sich dreht und eine Stunde später liegen diese Haare vielleicht hier oder so. Oder Frauchen bürstet ihn und dann sieht man die gar nicht. Ne? Also man muss das Charakteristische vom Hund natürlich einfangen und darstellen. Aber nicht völlig exakt. Dieser Bereich hier unten ist wirklich sehr tricky. Aber nicht so einfach. Jetzt benutze ich so ein ganz helles Creme-Farbton, also immer noch kein Weiß. Und da werde ich jetzt so einige hellere Akzente setzen, die ich hier und da sehe.
Hier von der Nase sind auch helle Haare und auch dunkle Haare. Ich muss hier noch gleich das Schwarze korrigieren. Das ist richtig. Arbeite aber jetzt erstmal mit dem helleren Creme. Wobei das hier schon zu hell ist. Da muss ich wieder dieses dunklere nehmen. Das ist ein Umbra gebrannt. Es ist also wirklich ganz wichtig, praktisch in Voraus zu denken. Und man muss sich das im Kopf wirklich dann richtig vorstellen. Was muss ich als Untermalung malen, damit ich dann mit einem anderen Farbton drüber gehen kann? So. Jetzt nehme ich ein bisschen von dem Schwarz hier. Und werde doch lieber mit den Kanten malen. So. Hier an den Seiten muss auch noch mehr dunkel. Ich muss mich auch immer sehr konzentrieren. Wenn ich hier male und ich nehme jetzt wieder so ein rötliches Braun und das ist Sienna gebrannt. So. Das ist schon mal hier gut. Hier ist es natürlich noch nicht fertig. Jetzt gehe ich noch mal mit dem cremefarbenen Pastell hier rein.
wird. Noch einige leuchtende helle Töne hier. Und hier gehe ich auch noch mal ein bisschen rein. Gut. So, und das wäre jetzt erstmal fertig hier. Und im nächsten Tutorial geht es dann weiter. Und dann beenden wir dann den Rest des Hundes. Und es folgen dann auch natürlich Korrekturen noch, weil ich das immer so mache, dass ich am Ende irgendetwas korrigiere.